Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Hexenkönigin. Ich habe mir meine Dorn geholt, mit diesem geilen Ornament hier. Oh, finde ich echt schick, das hat so ein bisschen was von den aktuellen, von der, jetzt kommenden Erweiterungen. Bisschen was äußerlich zu tun. Dann habe ich noch die Einsiedlerspinne und, wie heißt das denn erst nochmal? Halbwahrheiten, genau. Bisher diesen Boost hat, warte. Oh, das nicht? Hä? Warte mal, habe ich vielleicht nicht das richtige Perk? Wertabwehr. Ich glaube, ich habe das Perk dafür nicht mal. Ja, warte mal. Mann! Jetzt kein Gegner mehr in der Nähe haben. Hä, ich glaube, ich habe das Perk dafür nicht. Doch, jetzt klappt's. Ah. Es musste nur mal funktionieren. Ich glaube, ich habe einfach zu spät den Sprung gemacht. Naja, egal. Wir machen weiter mit der Story. Apropos Stories. Ich werde wahrscheinlich nach der Erweiterung vielleicht ein paar Seasons mit euch im Stream spielen. Denn die sind jetzt irgendwie aktuell kostenlos. Genauso wie alle anderen Erweiterungen. Ich habe gerade mal geguckt. Mikrofon. Also ich habe mal gerade geguckt. Schön, dass du hier bist. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Spur, Rita. Das könnte bedeutsam sein. Bedeutsam genug, um diesen Fall zu lösen. Finch, ein Gefühl reicht nicht aus. Wir brauchen Beweise. Eindeutige Beweise. Okay, wie wäre es mit einem geheimen unterirdischen Tempel? Ich habe nämlich einen gefunden, tief in den Tunneln dort. Und ratet mal, wem er gewidmet ist. Savathun. Ja, naja, irgendwie schon. Er ist Satona gewidmet. Savathun, bevor sie eine Schargöttin wurde. Man muss sich das mal ausmalen. Stellt euch nur mal vor, was da unten vergraben ist. Vorstellen? Du hast das Objekt also noch nicht gesehen? Ich habe es nicht zu Gesicht bekommen, aber ich weiß, dass es mächtig ist. Mächtig genug, um einen ganzen Haufen Hohn anzuziehen. Wenn dieses Objekt hält, was du versprichst, dann ist es die Sache wert. Bleib wachsam, Hüter. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Alles gut. Das mache ich schon. Wo war ich denn gerade? Ja, aktuell sind gerade alle drei DLCs kostenlos. Für alle, was für mich jetzt keine Rolle spielt, weil ich habe das ja eh jetzt schon. Ja, und irgendwie sind auch die Season Pässe kostenlos, ich weiß nicht, weil es stand ja nicht mit dabei. Egal, gehen wir rein. Der Ruhn ist noch stärker verschanzt als beim letzten Mal, als wir hier waren. Oh ja, der Ruhn hat sich hier tief eingegraben. Der Hohn kann sich mal abmachen. Hohn reimt sich doch auf Ton. Und die bekommen gleich keinen Ton mehr. Was schießt du, weil die laufen auf Ton? Oh mein Gott, Alter. Das war wieder super klug. Ja, ich muss halt meinen Warlock irgendwie noch ein bisschen aufrüsten. Denn ich habe jetzt kaum mit Warlock gespielt. Aber mit Jäger halt übelst viel. Und da habe ich noch meine Titan, den ich kaum bis gar nicht mehr angerührt habe. Also ich habe den erstellt und danach nie wieder angerührt. So, macht euch ab hier. Gut. Da noch der hier wegmachen. Boah, die Mucke hier wieder. Au, au, au. Ey, die Dorn ist so spaßig. Wie viel Schaden die macht. Junge, Junge. Ist halt echt gut.
Also Finch, erzähl uns mehr über diesen Tempel. Woher weißt du, dass er Satona geweiht ist? Ich habe nur kurz hineingeschaut, aber die Statue da drin sieht genauso aus wie sie. Also hat Savatun ein Mausoleum für ihr jüngeres Ich gebaut und es dann aufgegeben. Warum? Ich weiß es nicht. Aus Scham? Wer schämt sich nicht ein bisschen für seine Vergangenheit? Was ist denn bitte ein Mausoleum? Egal, werde ich bis zur nächsten Folge einfach googeln. Oh, da hat sich ein Weg geöffnet. Ist ganz magisch hier. Boah, diese Geräusche. Die Spinnweben. Uah. Der Kribbitz. Okay, einmal hier. Da oben. Da hinten, glaube ich. Nein! Gott, war das ein dummer Tod. Komm, spawn schneller. Schnell, bevor der Tiefenblick ausgeht. Okay, haben wir noch gemacht. So, weiter tief hinunter. Und da soll irgendwo ein Tempel sein. Müssten ja die größten Schargötter sein. Mal die Explosiven hier kaputt machen. Die Bomber. Nenne ich sie auch gerne. Ja, warte. Und weg mit euch. Gut. Oh, ich glaube, das... Ja, das kenne ich aus dem Trailer. Das ist also der Tempel, den Savatun sich selbst gewidmet hat. Beeindruckend, nicht wahr? Man kann Savatun nicht vorwerfen, zu bescheiden zu sein. Der ist echt schick. Sieht ein bisschen aus wie bei Bowsers Festung. Aus Super Mario. Warte mal, jetzt mache ich einen Schwertmove. Okay, ich dachte, der bringt mich ein bisschen weiter weg. Einfach fliegen lassen. Nein! Oh mein Gott! Ich konnte nicht mehr drücken. Oh, Finisher hinterher. Man kann diese Brücke von hier aus nicht runterlassen. Es muss einen anderen Weg geben. Benutze deinen Verstand, Hüter. Du bist schon zu weit gekommen, um mit leeren Händen umzukehren. Zum Glück ist mein Verstand noch sinnvoll. In echt wäre wahrscheinlich nicht, aber okay. Mir fehlt noch irgendwo ein Steinchen zum kaputt machen. Wahrscheinlich hier hinter. Ja, da leuchtet es schon so. Ich bin so fast. Aber das sieht echt geil aus hier mit dem Set. Ich glaube, das Gelbe soll diese Brut von der Schar sein. Das ist so eine verrottete Schar-Statue. Und das reicht noch, jawohl. Aber wirklich, die Sets von den Schal, die sehen immer richtig geil aus. Mach dich ab hier. Das sei euch hier. Das ist mein Tempel jetzt. Den kaufe ich für, keine Ahnung, 100 Kills. Nein, noch mehr. So, für 100.000 Kills. Diesen geilen Tempel. Ein Housing-System hier in dem Game wäre auch immer geil. Nein! Okay, ich habe ja komplett verfehlt. Alright. Darüber. Oh hey, bevor ihr in den Tempel geht, sollten wir Wetten abschließen, was ihr dort finden werdet. Technisch gesehen habe ich kein Glimmer, aber ich habe eine ziemlich solide Theorie, die auf dem basiert, was wir bis jetzt gefunden haben. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, Finch. Ja,
Lenkt den Hüter nicht ab. Wir wetten bereits darauf, dass dieses Ding die Antworten hat, die wir brauchen. Das Schicksal des Reisenden und der letzten Stadt hängt davon ab. Hey, warum nicht? Spielen wir Wetten das? So. Nee, okay, vielleicht doch nicht. Oh, nein. Schade. Das Wetten das hat mir nicht geholfen. Komm, lass mich spawnen. Muss weiter. Jetzt geht's. Wir müssen auch nur noch ein Tor durchdrängen oder öffnen oder was auch immer. Dann haben wir es geschafft, dann sind wir im Tempel. Hüter, da! Diese Platte in der Mitte sollte die Zugbrücke herunterlassen. Warte. Ist das so ein Ritualkreis? Ja, mega geile Mucke. So, oh, ich sehe sogar hier die Prozentanzahl. Ich muss eigentlich nur auf den Boden gucken und weiß, wie lange das dauert. Nur noch 95, 97, jawohl. Endlich! Ikora, wir lassen jetzt die Zugbrücke herunter. Gut. Sobald ihr drin seid, begebt euch direkt zu der Statue, die Finch beschrieben hat. Wenn dies dem Muster entspricht, sollte das Objekt in der Nähe sein. Musste die so riesig sein? Macht das Teil kaputt, bitte. Keiner stört mich hier, wenn ich diesen Tempel betrete. Denn der gehört jetzt mir. Jetzt dürfen wir weiter. Hüter, Geist. Scheiße. Habt ihr das Objekt schon gefunden? Boah. Das Einzige, was hier ist, ist die Statue. Was? Es muss noch etwas anderes geben. Wünsch, hast du mich angelogen? Weißt, ich kann gerne noch einen Geist zerstören. Oh, hallo! Oh, direkt die Leiste weggeknallt. Alter! Ich bin so überlevelt. Muss ich irgendwas Spezielles kaputt machen oder so? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt schlagen sie zurück. Au. Okay, chillt. Ich habe nur die Hälfte von seinem Leben abgezogen. Spaß, ich habe sein ganzes Leben ausgelöscht. So, hier hinten das... Nein, ich wollte das Teil kaputt machen. Okay, jetzt dürfen wir ihn weiter angreifen. Easy. Ikora, es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier etwas außer der Statue. Finch, bitte sag mir nicht, dass der Hüter das alles umsonst gemacht hat. Nein, nein, hier ist etwas, ich schwöre es. Moment, was ist, wenn die Statue selbst das Objekt ist? Oder ein Teil der Statue. Der Wurm sieht aus wie ein separates Stück. Natürlich. Das ist schließlich Savatuns Tempel. Da muss ein Trick versteckt sein. Würde mich nicht wundern, wenn sie hier auch wieder irgendwelche Tricks macht. Spielereien. Dürfen wir jetzt da rein? Ja, tatsächlich. Oh. Ich nehme das mal. Schalt bestimmt nicht. Das war laut. Was? Amkara?
Ist das Riven? Was? Aber das ist unmöglich. Das ist ein Ahamkara. Was? Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass die Ahamkara nicht verschwunden sind. Ich wusste, dass es noch einen gibt. Mindestens einen. Die letzte ist gestorben, als sie die träumende Stadt verflucht hat. Das muss eine weitere Illusion sein. Ja, das müsste eine Illusion sein. Da steht ja auch Illusion. Weil Riven ist tot. Und es gibt keinen weiteren Ahamkara. Ahamkara, das waren diese Drachen von den Erwachten. Und die haben ja die Stadt, die träumende Stadt verflucht. Genauso wie Alvin Sof. Der Riven hat ja Alvin Sof ja, verflucht. Deswegen wurde er ja auch so böse. Oh, ey, guck mal, wie lässig dieser Bosskampf ist. Ich schieß die ganze Zeit. Ikora hat recht. Es ist eine Illusion, aber eine sehr, sehr realistische. Aber auch eine sehr dumme. Ich meine, er bewegt sich gar nicht. Okay, jetzt haut er ab. Da passt er noch durch. Oh, leichte Frame Drops hier. Aber kein Problem. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Kann ich die Nägel anschießen? Nee, die Nägel nicht. Die Nägel sind für ihn ein bisschen besonderer. Fashion Style halt. Okay, mit der Einsiedlerspinne, da mache ich mehr Schaden. Es ist ja wirklich der langweiligste Boss überhaupt. Ich warte, bis er hier sein Zeug rausgespuckt hat und dann schieße ich wieder. Und manchmal kommen halt auch noch Gegner. Die Scharmagie, die diese Illusion erzeugt, ist begrenzt. Wenn ihr flieht, kann er euch nicht folgen. Keine Chance. Der Ausgang ist komplett blockiert. Der Huhn da muss allerdings auch irgendwo hergekommen sein. Ja, aber wie denn? Vielleicht wurde er von dem Riven gespawnt. So, jetzt. Friss. Mal warten. Und die nächste Leiste ist weg. Jetzt hau doch nicht wieder ab. Oh Gott, sieh mal. Warte. Euch hier hinten mach ich auch nochmal platt. Da bist du ja wieder. Schön, dass du mich nochmal besuchst. Ich glaube, ich muss halt so viel machen, bis ich da unten diese kleine Leiste erreicht habe. Es ist wirklich langweilig. Nein, du sollst ihn anvisieren. Oh Mann. Jetzt komm. Wird langweilig. Das ist ja nur noch dieser kleine Pfütze. Komm schon. So. Wie komme ich hier noch raus? Darf ich ihn nicht folgen? Au, au, au.
Hallo, ich will hier raus. Ah, da ist er wieder. Ah, ich muss in die Mitte hauen. Okay, er ist weg. Natürlich hatte dieser Ahamkara noch einen Trick auf Lager. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ikora, Finch, irgendwelche Vorschläge? Leider kein Funk mehr. Ich schätze, wir sind auf uns allein gestellt. Na dann mal los, Hüter. Ah, oh, wir dürfen Sparrows benutzen, oder? Nee, nicht unsere eigenen. Gut. Die ganze Schar ist jetzt im Aufruhr-Modus. Oh, das war knapp, Alter. Jetzt muss ich aber hier wegdüsen. Nein. Oh, ich bin gerade ausgestiegen, aber das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Stell dir mal vor, ich guck so nach hinten, auf einmal siehst du da so eine riesige Schar-Armee und ich muss jetzt hier weg. Jetzt spawnen die ganzen Gegner. Ah! Ah, Hilfe! Gott, wie weit ist es denn noch? Ah, kurz gecrashed. Alles Jutte. Style lebt noch. Wir drücken der Nebel. Sorry Leute, ich muss weiter. Geist? Hüter? Bitte melden. Seid ihr da? Wir sind hier, Ikora. Und auf dem Weg zur Oberfläche. Und ihr habt das Objekt, richtig? Andernfalls war das eine riesige Zeitverschwendung. Wir haben es. Danke für deine Besorgnis, Finch. Also, ich habe keine Sekunde an euch gezweifelt. Ikora war besorgt, aber ich wusste, dass ihr beide mit dem Ahamkara zurechtkommt. Er war nicht einmal echt. Die Gefahr war echt genug. Ich hätte den Hüter nie mit so unsicheren Informationen losschicken dürfen. Auch wenn es unsere einzige Spur war. Wir haben es in einem Stück rausgeschafft. Und wenn uns das Objekt zeigt, wie Savatun sich das Licht beschafft hat, waren die Risiken es wert. Ja, hoffentlich. Ja! Los, Team! Geh nochmal zurück zum Tempel. Yo! Hey, Leute! Darf ich euch besuchen? Oh! Na, was geht? Ich sag mal nochmal Hi. Okay. Das war doch nett. Haben wir kurz der Schar nochmal Hallo gesagt und hauen jetzt wieder ab. Bam! Frisst das Tempel! So, da bin ich endlich. Da ist das Portal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt dasselbe machen wie letztes Mal. Oh. Ey! Der hat mich weggestoßen! Oder auch nicht? Was ist passiert? Wieso kommen wir nicht rein? Ikora, es hat nicht funktioniert. Wir konnten die Erinnerung des Wurms nicht freischalten. Was? Wieso? Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Wir haben es genauso gemacht wie sonst auch, aber dieses Mal wurden wir abgewiesen. Aber das kann nicht sein. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Ich schätze, wir brauchen einen anderen Plan. Ich weiß nicht. Bringt das Ding zurück zum Mars. Ich werde mit Eris sprechen. Vielleicht hat sie noch eine Idee. Wir sind schon unterwegs. Dann ab zur Enklave. Bis gleich. Warum sind die jetzt da unten? Egal. Haben bestimmt einen Grund. Wieso hast du mir das verschwiegen? Hätte ich gewusst. Ich hab dir nichts verschwiegen, Zavala. Nicht absichtlich. Ich konnte dir nicht ständig jedes kleinste Detail... Wenn es um Savatun geht, zählt jedes Detail. Das weißt du besser als sonst jemand. Deshalb habe ich ein paar Dinge allein entschieden. Wie du es auch tust. Nicht bei so einer Sache. Ah. Hüter. Wie sie alle zu mir gucken. Das diskutieren wir später aus. Der Punkt ist, Ikora, wir sind ein Team. Du kannst nicht nur auf deine Instinkte vertrauen. Vielleicht kann ich ihnen gar nicht vertrauen. So wie die Ermittlungen laufen, ist mein Urteilsvermögen schwer getrübt. Ich sollte abtreten. Dir und Eris das Feld überlassen. Als Team.
Nur dank Ikoras Instinkten sind wir der Wahrheit so nahe gekommen. Dieser neue Hinweis rückt sie in greifbare Nähe. Na schön. Geh ihm mit dem Hüter nach. Haltet mich auf dem Laufenden. Eine verlässliche Quelle hat neue Beweise. Ein Memento von Savatuns letztem bekannten Aufenthaltsort vor ihrem Übertritt zum Licht. Es befindet sich tief in ihrer Festung. Ein schwer zugänglicher Ort. Aber wir haben keine Wahl. Geh dorthin, ich melde mich. Na sicher. Ja, geiler Streit hier. Gut. Ja, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.